Guten Abend, schön, dass ihr am Start seid. Herzlich willkommen auf meinem Instagram-Kanal. Es ist wieder soweit, der Countdown läuft für eine neue Folge, die Stars von morgen. Wer schon mal dabei war, weiß, worum es hier geht. Hier geht es um die Nachwuchstalente im deutschen Handball, um die, die vielleicht später mal die ganz großen Stars sein werden, die aber jetzt schon alles dafür tun, auf jeden Fall, um diesen Traum mal zu leben. Und ich will wissen, was investieren Sie eigentlich? Nicht nur auf dem Feld in Sachen Training, sondern auch daneben. Wie kriegen Sie das im Alltag zum Beispiel mit der Schule hin? Und. Und was machen Sie alles, um eben vielleicht tatsächlich irgendwann mal professionell Handball zu spielen? Das will ich wissen. Das ist im Großen und Ganzen das Kurzkonzept dieses Formats. Die Ersten sind hier im Chat am Start. Schön, dass ihr dabei seid. Elias, Grüße. André ist am Start. Moin. Moin, 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 moin. Ronja ist auch dabei. Und für alle, die ja gerade vielleicht noch Handball im Fernsehen gucken, das ist ja gar kein Problem. Dieser Stream bleibt gespeichert, wie auch die anderen übrigens. Die könnt ihr alle bei mir unter Videos noch finden. Das einmal vorneweg. Was machen wir heute? Wer ist heute zu Gast? Ich freue mich auf einen, der in der A-Jugend-Bundesliga unfassbar viele Tore erzielt hat. Ich habe das mal zusammengerechnet. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist alles ohne Gewähr. Bei meinen Mathekünsten 226 Tore hat er in dieser Saison erzielt, hat jetzt gerade gegen die Füchse Berlin einmal 12, einmal 14 geworfen. Und wer weiß, wo die Füchse jetzt stehen, der weiß auch, dass das ziemlich schwer ist und war, aber er hat es so leicht aussehen lassen. Ich freue mich jetzt auf Thorsten Anselm von der SG Pforzheim-Eutingen. Ich hole ihn rein und ihr kennt das Spiel, wenn ihr Fragen an ihn habt, rein in den Chat, der ist jetzt eröffnet und begrüßt doch gleich schon mal den lieben Thorsten mit dem Applaus-Emoji. So, wir arbeiten noch dran. Ich sehe die ersten Applaus-Emojis. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. So. Und dann klappt das nämlich auch. Jetzt. Dann klappt das. Servus. Hallo. Schön, dass das klappt. Endlich klappt es. Wir haben es schon so lange vor. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend Zeit hast. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut, bisschen krank seit Anfang der Woche, jetzt pünktlich zum Saisonende, wenn keine Spiele mehr anstehen, jetzt kann man auch mal krank werden. Ja, leicht du meinst, angeschlagen, so, wenn so die, aber ansonsten gut. Wenn so die Abspannung quasi abfällt oder die Anspannung abfällt, so ist es richtig. Ja, so ist es. Erstmal gute Besserung dann an dieser Stelle und dann erst recht danke, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst hier heute. Für alle, die jetzt gerade neu reinkommen. Einmal ganz kurz, was machen wir hier eigentlich? Das hier ist das Format, die Stars von morgen. Also es geht darum, was ich eingangs eben schon sagte, was machst du eigentlich, um den Traum vom Handballspielen eigentlich nachzueifern? Was packst du an Input rein, nicht nur auf den Trainings, in den Trainingseinheiten auf der Handballplatte, sondern vielleicht auch abseits dessen? Wahrscheinlich denkst du 24/7 an Handball. Ich weiß es nicht, das wirst du uns gleich verraten. Aber was ich halt so beeindruckend fand, ich habe mir die Zahlen eben angeschaut in der A-Jugend-Bundesliga. Nicht nur jetzt gegen die Füchse Berlin, aber du hast von allen, wenn ich das richtig durchgerechnet habe, die meisten Tore in dieser Saison geworfen. Und du musst uns gleich mal erzählen, wie du das machst. Aber bei all dem Lob muss man natürlich auch sagen, ihr seid so hauchdünn,
gegen die Füchse rausgeflogen im Viertelfinale mit nur einem Tor. Hast du das schon verarbeitet? Kannst du mittlerweile auch ein bisschen stolz sein, was ihr da eigentlich geleistet habt? Ja, auf jeden Fall. Also, das war ja, wir sind das einzigste Drittligateam. Alle anderen von den 8 Besten sind ja mit einem Erstliga-Verein hinten dran. Und wir sind auf jeden Fall stolz auf uns, stolz auf die Mannschaft. Und dass man gegen die Füchse mit einem Tor rausfliegt, wir sind die Ersten, die ihnen überhaupt einen Punkt gekostet haben. Jetzt Magdeburg hat danach gut noch nachgelegt. Und es ist ein bisschen schade, wegen einem Tor rauszufliegen. Aber Bob Hanning hat auch so nach dem Motto gesagt, wir sind nur die vermeintlichen Verlierer. Also wir können auf jeden Fall stolz auf uns sein, stolz auf die Mannschaft, auf die Trainer und auch auf die Eltern, die halt uns immer und überall unterstützt haben. Panning sogar mit Foto mit euch gemacht, ne? Ja, das auch noch nach dem Spiel. Und wir ja auch mit allen Fans, die mitgereist sind, haben wir ein riesen Gruppenfoto gemacht, auch wenn es nur zum Unentschieden gereicht hat. Und vor der Anzeigetafel, also es waren trotzdem alle noch stolz und sind es auch immer noch. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, wie holt man überhaupt einen Punkt in Berlin, in Füchsetown? Mit viel Glück, viel Engagement und auch Talent und als Mannschaft einfach kämpfen bis zum Schluss. Man hat es ja gesehen im Hinspiel, wo wir leider unglücklich mit einem Tor 2 Sekunden vor Schluss noch verlieren. Aber im Rückspiel haben wir ja auch noch längere Zeit geführt. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, beziehungsweise beide Spiele waren, finde ich, auf Augenhöhe. Und der Wechsel von der Führung her war in der zweiten in der zweiten Hälfte vom zweiten Spiel auch nochmal deutlich hin und her. Dann haben wir auch kurz vor Schluss immer wieder mit 2 geführt. Ein bisschen ärgerlich, dass die Füchse zum Schluss noch einen Timeout hatten und zweimal dann Nick Schley uns halt den letzten Nerv raubt und auch das letzte Tor wirft zweimal. Aber Glückwunsch an die Füchse und ich finde, sie haben es ja auch verdient. Sie sind ja, stehen ja jetzt auch im Finale, beziehungsweise sehr deutlich auch schon mit einer Hand am Pokal. Ja, kann man ihnen trotzdem nur gratulieren. Mit 7, ne? 29, 22, das Hinspiel gegen die Löwen. Aber bist du auch überrascht, wie deutlich dieses Ergebnis im Hinspiel dann ausgeht? Es ist natürlich, ich war auch in der Halle und es ist natürlich deutlich ausgefallen. Es hätte auch noch deutlicher ausfallen können. Sie haben auch am Ende noch viele Fehler gemacht, die Löwen auch viele Fehler gemacht. Und es ist ein bisschen schade, dass jetzt gerade Mauni Grube und Lennart Karrenbauer knickt ja gegen Kiel im Rückspiel noch um. Und ich glaube, Felix Göttler hatte auch noch was am Knie. Also es ist schon ein bisschen Verletzung. Schade von den Löwen her, weil ich glaube, die Löwen wären auch ein Gegner, die auf jeden Fall auf Augenhöhe mitspielen könnten, auch gegen die Füchse im Finale. Aber lassen wir uns überraschen, was im Rückspiel kommt. Die Löwen haben schon mal ein Spiel in Kiel mit 5 verloren und dann im Rückspiel doch noch gewonnen. Also ist noch alles drin auf jeden Fall. Ich sehe, du hast die Liga quasi komplett im Blick. Wie würdest du das Niveau dieser Saison beschreiben in der A-Jugend-Bundesliga? Auf jeden Fall haben alle ein ähnliches Niveau. Also es gibt nicht so extrem ein extremes Überteam. Es gab es ja manchmal, in den letzten Jahren gab es es, wo dann weniger oder nicht eine Mannschaft, aber weniger Mannschaften. Die Spitze war deutlich stärker als das breitere Feld nach unten hin. Aber ich glaube, dieses Jahr alle Mannschaften, die im Viertelfinale standen, hätten auch im Halbfinale beziehungsweise jetzt vielleicht sogar im Finale auch noch stehen können. Und es war auf jeden Fall alle auf Augenhöhe und ich fand es echt, es war ein schönes Jahr dieses Jahr. Also rückt Spannend. alles ein Ja, auf bisschen jeden Fall. enger zusammen, ne? Ja, vor allem in unserer Meisterrunde 2 waren wir, hat man es ja auch gesehen. Im Prinzip hat und konnte jeder jeden schlagen. Wir haben jeden einmal geschlagen aus unserer Meisterrunde, sind dann doch nur als Vierter eingezogen ins Viertelfinale. In der anderen Runde war es ja auch, Berlin hat zwar alle Spiele gewonnen, aber auch gegen Leipzig zweimal nur relativ knapp, Dormagen einmal knapp. Also dort war auch vieles noch auf Augenhöhe und es war einfach super Teams dieses Jahr. Ich muss auch sagen, also hat richtig Spaß gemacht, die Spiele, die ich geguckt habe. Das war schon nicht schlecht. Was ist denn bei euch dieses Jahr anders noch, auch besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr, als ihr im Achtelfinale, glaube ich, raus seid, ne? Ja,
Letztes Jahr war ja auch noch die Saison, also die Runde ein bisschen anders. Und ich hätte jetzt auch noch gesagt, da waren auch noch ein paar Corona-Schäden in Anführungszeichen generell mit verbunden, also nicht nur bei uns. Und ich glaube, dieses Jahr wurde es fast genauso auf mehreren Schultern bei uns ausgetragen. Wir haben von Grund auf her einen breiteren Kader. Pforzheim fängt jetzt ab diesem Jahr auch an mit einer A2. Und ich glaube, da bauen sie von unten auch noch ein bisschen breiter jetzt her auf. Und auch vom Trainingsniveau fand ich, war es sehr gut. Wir konnten relativ viel noch bei den Herren auch noch mit trainieren dieses Jahr wieder. Und es war einfach eine super Mannschaftsleistung. Und ich hätte gesagt, wir waren als Team auch ein super Zusammenhalt, sowohl auf dem Spielfeld, privat, im Training und auch sonst überall halt, wo man auch uns als Mannschaft echt loben kann. Also ich höre raus, da entsteht gerade richtig was in Pforzheim. Kann man das sagen? Ja, es entsteht ja schon seit mehreren Jahren. Wir haben ja auch konstantes Jugend-Bundesliga-Niveau, hätte ich es jetzt mal betont. Und auf jeden Fall, sie bauen jetzt noch ein bisschen breiter auf von unten her, wobei wir auch echt schon sehr breit aufgestellt sind. Und es ist auf jeden Fall wirklich schön zu sehen, dass da man auch Früchte ernten kann. Wenn es kein anderer Drittligist schafft, außer wir, hat es schon eine Bedeutung. Und wir mit den ganz großen Namen mithalten können, den Rekordmeister schlagen einmal und die Löwen, Melsungen, Magdeburg. Wir durften ja alle einmal dieses Jahr schlagen. Allein wie das klingt, ne? Ja. Wer schaut denn eigentlich aus Pforzheim heute und Eutingen so zu? Vielleicht schreibt ihr mal in den Chat, das würde mich mal interessieren. Ich habe eben schon ein blaues und ein gelbes Herz gesehen. Wer Von drückt der SG denn Messias. so die Daumen? Schreibt gerne mal rein in den Chat. Und wo sind hier die Pforzheim Ultras sozusagen? Wie viele gehen bei euch rein in die Halle? Es kommt darauf an, in welcher Halle wir spielen. Ich weiß, so genau weiß ich gar nicht, in der Grünen, in der Bertha-Benz-Halle. Ich hätte jetzt gesagt, so 2000, bisschen mehr. Und in der anderen, in der Konrad-Adenauer-Halle, sind es so 600, 800. Das ist eine relativ kleine Halle. Die genauen Zahlen weiß ich gar nicht. Guck mal, jetzt kommen sie hier alle rein in den Chat. Grüße an euch. Grüße an euch alle. Und wenn ihr Fragen habt, logischerweise, der Chat ist auch eröffnet. Ich habe im Vorfeld schon ein paar Fragen bekommen an dich. Die müssen wir gleich ein bisschen durchgehen. Inwiefern war denn der Schritt nach Pforzheim für dich eigentlich der richtige? Seit wann bist du da? Ich spiele seit dem ersten Jahr B-Jugend in Pforzheim. Mathis Kraut und ich haben gleichzeitig gewechselt. Der kommt auch aus meiner Ecke, aus Südbaden unten. Und wir sind beide, ich mit Doppelspielrecht damals im ersten Jahr nach Pforzheim, wollte in dem Jahr B-Jugend auch noch mit meinem Bruder, 2 Jahre älter, zusammenspielen im Muggelsturm. Und dann sind wir gewechselt. Zum zweiten Jahr B-Jugend bin ich komplett gewechselt. Zum Alain Bossert, damals noch B-Jugendtrainer, jetzt Drittligatrainer bei Kronau. Und dann durfte ich mit dem 2 Super-B-Jugendjahre machen und jetzt dann eben 2 Jahre A-Jugend Bundesliga mit Markus Rauch, Alex Lips. Und ja, so bin ich gewechselt. Der Schritt war relativ wichtig, hätte ich gesagt. Damals wollten wir mit der Muggelsturm Kuppenheim, da komme ich her, wollten wir die B-Jugend BWL-Quali, haben es dann leider ganz knapp nicht geschafft. Und dann habe ich den Schritt gewagt und bin nach Pforzheim. Ist ja auch ein kleines Stück von mir zu Hause. Und bin dort dann hingegangen und hingewechselt. Und inwiefern hat es dich jetzt nicht nur handballerisch weitergebracht, sondern du sprichst es an, das ist ein Schritt gewesen, auch geografisch gesehen. Inwiefern hat dich das persönlich weitergebracht? Persönlich auf jeden Fall durch das Zeitmanagement, das man lernt und man lernt auch andere Leute kennen. Ganz andere, ich hätte nicht gesagt Hintergründe, aber man lernt ja Leute aus ganz vielen verschiedenen Ecken kennen. Gerade Pforzheim, wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet, wir haben Leute aus der Pfalz und bis hinten Württemberg, relativ viele noch. Sind ja gerade so die Grenze zwischen Baden und Württemberg. Und man hat halt aus allen drei nicht Vereinen, aus allen drei Südbaden, Baden und Württemberg hat man Region. Spieler und ja, und aus ganz Baden-Württemberg, wenn man so will, können wir oder ziehen wir auch unsere Spieler mit ein. Und es ist auf jeden Fall
ein super Ding, dass ich dorthin gewechselt bin, und auch schulisch hat es mich weitergebracht, hätte ich gesagt. Ich wurde engagierter, obwohl ich eigentlich weniger Zeit hatte. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Weil das ist tatsächlich ja auch ein Punkt, den sich, wenn jetzt auch andere Jüngere sagen, zum Beispiel, ich will genau diesen Step mal irgendwann gehen und vielleicht auch mal A-Jugend-Bundesliga spielen, dass es eben auch vielleicht sein kann, dass ich von zu Hause irgendwann weg muss. Darüber muss man sich zumindest im Klaren sein. Ja, Ab das wann war stimmt. das bei dir ein Thema? Dass ich wechsle oder dass ich irgendwie von zu Hause weggehe oder so. Oder wie Ja, meinst also du? hast du schon mit, weiß ich nicht, 12, 13 überlegt, okay, ich hätte mal richtig Bock, richtig durchzustarten und mach mir mal Gedanken, was ich dafür tun Also muss? der Traum vom Handballprofi beziehungsweise von sehr, sehr viel Handballspielen war schon von Kind an da, also auch schon bevor ich 12 war. Und ich habe es dann gemerkt, ich habe immer mit 2, 3 Jahren Eltern zusammengespielt, weil ich immer mit meinem Bruder spielen wollte. Der ist 2,5 Jahre älter als ich, 3 Jahrgänge. Und konnte dort aber immer auch mithalten. Am Anfang war es körperlich schwierig, dann holt man das ja relativ leicht noch als Kind auf. Und dann habe ich es auch nie bereut. Ich habe dann im Ungestüm bis zur A-Jugend mitgespielt, obwohl ich erst zur B-Jugend quasi schon gewechselt bin. Und habe dann eigentlich immer gemerkt, dass ich oben raus will, und mit dem Schritt mit Pforzheim, gerade jetzt, wenn man das sieht mit A-Jugend-Bundesliga, was wir dieses Jahr auch wieder erreichen konnten, was ich erreichen konnte mit der Jugendnationalmannschaft, und das ist schon super gewesen. Du hast gerade auch gesagt, du bist jetzt noch engagierter geworden und so weiter. Das finde ich spannend, weil du bist ja auch als Spielmacher sowieso, sage ich mal, jetzt einer, der versucht, die Fäden zu ziehen, wahrscheinlich auch mannschaftsintern. Und du bist Schülersprecher, oder? Oder warst Schülersprecher? Ja, ich bin jetzt dieses Jahr das vierte oder das fünfte Jahr in Folge, und ich bin in die Fußstapfen von meinem Bruder getreten, der ist auch schon in Rastatt bei uns am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium, hat das schon mitgemacht. Und ich habe das jetzt auch 4 Jahre gemacht. Davor natürlich Klassensprecher auch mal gewesen, aber jetzt Schülersprecher, und auch in der Mannschaft hätte ich jetzt gesagt, dieses Jahr durfte ich Kapitän sein. Auch in den letzten Jahren war ich immer oben mit dabei. Als jüngerer Jahrgang ist Kapitän immer schwierig, aber als älterer Jahrgang ist es schon machbar. Und ja, ich hätte jetzt auch gesagt, zwischenmenschlich engagierter geworden, auch mit Freunden oder so. Jetzt mit der Kursstufe, ich habe jetzt vor 2 Monaten, also durfte, oder vor einem Monat durfte ich mein Abi bestreiten, und bin ja jetzt dann noch 3, 4 Wochen Schule und dann bin ich fertig, noch mündliche Prüfungen, dann habe ich mein Abi-Zeugnis. Dafür drücken wir dir die Daumen erstmal. Aber das ist ja auch noch tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass da seid ihr jetzt auch nicht der erste Jahrgang, der das erlebt, der aber A-Jugend Bundesliga weit kommt und zeitgleich noch irgendwie Abiturprüfung macht. Das ist natürlich auch nochmal abgefahren. Was machst du so als Schülersprecher? Was sind da so die Aufgaben? Ja, wenn wir organisieren, so Unterstufendisco, Bälle für Winterball, Mittelball, Mittelstufenball, so verschiedene Organisationssachen. Und auch wenn es irgendwie Probleme gibt zwischen Lehrer-Schülerseite, kann es sein, dass man da öfters mal dazu gerufen wird. Und ja, so Sachen eigentlich, mehr organisatorische Dinge. Auch oft fällt es gar nicht auf, weil es im Hintergrund läuft. Aber wir sind da schon ein gutes Team und machen das dann. Und ja, Warum? passt. Also warum hast du Spaß daran, dich zu engagieren? Ich habe Spaß dran, weil ich finde es wichtig. Früher haben das andere Leute für einen gemacht. Als Jüngerer haben die Aktionen, die organisiert wurden, geplant wurden, haben immer Spaß gemacht, wenn man dort mithelfen durfte. Und ich finde es wichtig, dass es auch ehrenamtlich weitergeht, dass das auch die Jüngeren wieder kriegen. Und es bringt ja ein gewisses Gemeinschaftsgefühl, gerade an der Schule, wenn man 600, 700, 800 Schüler sind und nochmal 100 Lehrer oder so, dann bringt das schon ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man da Sachen zusammen organisiert oder Feiern zusammen feiert. Und das ist schon, finde ich, wichtig auch für alle. Ja, das ist ja auch wunderbare Werbung gerade für junges Engagement, also auch über Schule hinaus, Richtung Vereinsleben und so weiter. Also wir brauchen Leute, die Bock haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Stichwort Kapitän, Stichwort aber auch jetzt nicht nur mannschaftsintern, sondern auch auf dem Feld Verantwortung übernehmen. Da bist du natürlich insbesondere angesprochen. Was bist du für ein Spielmachertyp?
Also ich würde schon, gerade als Mittelmann sagt man ja öfters mal, Spielzüge werden angesagt und man sagt in Anführungszeichen, wo es lang geht und man holt auch die anderen Leute ins Boot. Wir spielen nun mal Mannschaftssportart und ohne die Mannschaft geht es nicht. Als Zusammenhalt, wenn es irgendwie Krach gibt, muss man sich auch ein bisschen drum kümmern. Auch die Trainer natürlich müssen sich drum kümmern und ich hätte von mir als Typ eher offen gesagt, also ich kann eigentlich mit fast jedem aus unserer Mannschaft gut und auch sehr gut. Und so einer, der das so ein bisschen zusammenhält und trotzdem gleichzeitig sagt, wo es lang geht. Wie viele Freiheiten hast du im, jetzt ganz stupide gesagt, Spielzüge ansagen oder wird das von der Trainerbank direkt vorgegeben? Jetzt heute haben wir nur diese drei Sachen erstmal. Nee, also es wird schon in einer gewissen Weise, die Trainer bereiten uns ja auch videotechnisch und im Training drauf vor, gegen was für Abwehrsysteme und was wir spielen. Und die sagen, geben schon vor, keine Ahnung, hier habt ihr fünf Spielzüge, spielt heute bevorzugt die. Wenn es nicht klappt, könnt ihr auch was anderes spielen. Aber auf dem Spielfeld selber, gerade dieses Jahr fand ich, haben Markus und Alex uns echt Freiheiten gelassen. Und man konnte da ansagen, was gut gepasst hat. Und es war wirklich frei und auch geguckt, was für Mitspieler gerade auf dem Feld stehen. Dann die Stärken halt einsetzen von jedem. Wie oft in der Woche trainiert ihr? Handballtechnisch trainieren wir jeden Tag die Woche. Also man kann jeden Tag die Woche nach Pforzheim fahren ins Training. Und dann krafttechnisch mache ich bei mir zu Hause immer noch auch. Quasi jeden Tag, dann eher vormittags, morgens, wenn die Schule Zeit, wenn die Schule das zulässt, morgens, wenn nicht eher so mittags, vormittags noch. Und Regeneration. Regeneration ist einmal, also Tage zwischendrin. Es gibt Tage, wo man dann nur Handballtraining hat, zum Beispiel Dienstag ist nur individuell Training, da wirft man relativ viel aufs Tor. Da regeneriert man dann morgens den ganzen Tag, da macht man auch kein Krafttraining. Und auch sonst hat man ja öfters am Wochenende einen Tag frei und darf nicht zu kurz kommen, darf aber auch nicht zu viel sein. Man will natürlich vor allem immer spielen, 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 ist ja klar. Gerade als Aber Jugendlicher, bei dem Aufwand. wenn es der Körper noch mitmacht, eher spielen und trainieren als Pause machen, ja, das stimmt. Ist ja auch völlig verständlich, logisch. Und aber bei all dem Spaß, den man natürlich daran auch haben sollte und auch hat, wofür das alles? Warum hast du damit mal angefangen? Wo soll das hinführen? Angefangen habe ich, weil es mein Bruder gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Mein Opa hat auch schon gut Handball gespielt und so wurden wir da ein bisschen in die Bahn gelenkt. Ich habe aber auch viele andere Sportarten früher mal ausprobiert. Und so war der Plan und dann hat es einfach riesen viel Spaß gemacht. Und meine Eltern haben mich dann immer mehr und von Anfang an eigentlich unterstützt. Und dann wurde es immer mehr und bis jetzt macht jedes Training, jedes Spiel und alles Spaß und das muss es machen. Ohne Spaß würde ich es, glaube ich, nicht so machen. Und wie geht's jetzt weiter für dich? So, der nächste Step wäre die WM diesen August in Kroatien und langfristig, ich habe jetzt noch ein Jahr in Pforzheim, Drittliga, wo ich auf jeden Fall mir da Spielzeit erspielen und in Anführungszeichen erkaufen will und danach sehen wir mal, wie weit hoch hinaus es noch geht. Also man hört schon sehr raus, jetzt nicht nur Handballanfänge, auch Schülersprecher, dein Bruder, Tobias, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ist schon dein Vorbild, kann man das sagen? Auf jeden Fall. Generell, ich bin ein sehr familiärer Mensch und Vorbild in Anführungszeichen nicht vom Sportlichen her, sondern eher von Zwischenmenschlichen und allem sonst, was es so gibt. Und wir haben einfach ein super Verhältnis zueinander, auch wenn der jetzt seit 2, 3 Jahren nicht mehr jeden Tag zu Hause ist, er studiert auch. Und trotzdem einfach ein super Verhältnis. Wir telefonieren ganz oft. Wenn irgendwelche Fragen sind, reden wir miteinander und restaurieren auch gern Autos, Mopeds, so Oldtimer-mäßig zusammen. Das sind Okay. so Hobbys, wenn die Zeit es zulässt. Dann trefft ihr euch und dann
Und was repariert ihr denn für Autos? Ja, wir haben so alte aus dem Osten damals noch, aus der DDR, Mopeds, Schwalben und so S51 und auch Autos so aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwei Willys haben wir zu Hause und noch von der Bundeswehr ältere Oldtimer. Die Und schraubt ihr da einfach hoch? restaurieren wir. Ja, wir restaurieren sie halt und fahren damit dann. So als Hobby. Sammeln. Krass. Wo wir schon bei Vorlieben und Hobbys, würde ich jetzt nicht sagen, aber bei Vorlieben sind, wir müssen über Frischkäse reden. Warum müssen wir über Frischkäse reden? Ich esse sehr gerne, bei uns zu Hause gibt es kaum Butter, sondern immer nur Frischkäse. Und das haben sich dann meine Mannschaftskollegen als Witz gemacht und kam mir dann zum Geburtstag auch so ein Kilo Frischkäse und so gekauft. Und ich esse einfach extrem gern Frischkäse und auch nicht wenig. Also es wird dann schon mal genauso viel Brot und Frischkäse nochmal oben drauf, aber schon. Eins meiner Lieblingsbrotbeläge, hätte ich gesagt. Okay, auf Brot. Du bist dann nicht in der Kabine noch und löffelst vorm Spiel irgendwie Nein, da so eine Soße aus. nein. Nein, nee, das war ich noch. So weit bin ich noch nicht. Was hast du für ein Ritual vorm Spiel? Gibt es eins? Vorm Spiel, ich ziehe meistens meine Socken falsch rum an. Da gibt es ja links, rechts bei den Campersocken, die wir jetzt gerade tragen. Und dann habe ich die immer falsch rum an, aber kein richtiges Ritual. Warum machst du das? Das habe ich früher mal angefangen und ehrlich gesagt, sei es Aberglaube oder sonst irgendwas, vielleicht hilft's. Dieses Jahr muss sehr wohl oder übel geholfen haben. Ich mache es einfach, weil ich es schon immer gemacht habe bis jetzt. Wie sich dann Aberglaube halt dann entwickelt, Genau, sozusagen. Ne? genau. Aber Moritz Luckert, genau, hat mir im Vorfeld die Frage zukommen lassen, wann kommt denn dein eigener Frischkäse raus? Ja. Soweit ist es noch nicht und das wird auch erstmal nichts. Leider nicht, nee, aber ich esse es Das hat einfach mir nur sehr sehr gut gefallen, die gern. Frage. Ich lese einfach mal so ein bisschen die Community-Fragen vor, die hier schon reingekommen sind und ein paar stehen ja auch schon im Chat. Heißt, jetzt ist nochmal der Aufruf, der Chat ist eröffnet, falls ihr Fragen habt. Jetzt oder nie. Xaver oder Xaver BLR möchte wissen, deine Meinung zur Jugendwoche 2022 in Steinbach. Ja, das war lustig. Ich bin ja gebürtig aus Muggelsturm und das ist so im Rastatter Bezirk. Und dann wurde ich gefragt für die SAV-Jugendwoche, ob ich dort den Bezirk Rastatt mit Dominik Bartz zusammen betreuen will als Co-Trainer. Und dann habe ich das gemacht. Und das ist Jahrgang 08, meine ich, war das. Und so als Trainer mit reingeschnuppert. Und es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, war lustig. Spaß gemacht, die Kleineren zu trainieren. Und man sieht es jetzt auch. Ich habe jetzt letzte Woche im Probetraining von denen zwei, drei in Pforzheim schon gesehen, die jetzt in die B-Jugend dann wechseln würden. Schön zu sehen, dass es sich rentiert hat, das mitzumachen und dass man dort auch Talente entdeckt hat oder entdecken durfte. Die haben Da noch sind wir den wieder beim Weg, den Thema ich bis jetzt gegangen Engagement. bin. Ja. Die haben Sorry, ich habe dich mir auch unterbrochen. noch, ja, ich wollte eigentlich nur sagen, die haben den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, noch vor sich. Und ich wünsche denen auch ganz viel Glück. Gerade Leute, die es jetzt nach Pforzheim oder auch in ein anderes A-Jugend-Bundesliga beziehungsweise darunter auch B-Jugend, BWL-Team schaffen, denen wünsche ich auch ganz viel Glück. Und schön, sie zu sehen. Was wollen die denn so von dir wissen? Weil du hast ja eben diesen Step dann schon geschafft. Ich glaube, das Lustigste war, wo wir dann so einen Trainer-Jugend ein Spiel hatten, da durfte ich dann als Trainer mitspielen und das war schon, man hat schon ein bisschen die Bewunderung auch gemerkt und auch wenn sie Fragen hatten, das ist wie wenn man zu einem normalen Trainer geht, war das, fand ich, was spiele ich als nächstes, was macht Spaß und oder wie kann ich meinen Spaß wieder zurückgewinnen, wenn ich jetzt dreimal verworfen habe und ein bisschen aufbauen und auch helfen. Das war schon eine coole Erfahrung, würde ich auch nochmal machen auf jeden Fall. Wie gehst du mit Misserfolgen um? Das ist ja ein Punkt. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier vorgelesen, wie viele Tore du wirfst und wie erfolgreich das alles war. Was machst du, wenn der Erfolg mal nicht eintritt? Wie gehst du für dich persönlich damit um?
Folge nicht eintreten, gab es ja dieses Jahr auch schon. Wir haben ja auch gegen die anderen, gegen die ganzen Teams auch mal verloren. Und gerade in der Vorrunde lief es bei uns nicht so prickelnd. Wir sind ja nur haarscharf in die Meisterrunde gekommen. Mit einem direkten Freiwurf noch in Allach sind wir nur in die Meisterrunde gekommen. Und ja, man muss es relativ zügig, hätte ich jetzt gesagt, nach dem Spiel abhaken, weil am nächsten Wochenende kommt ein neuer Gegner, ein neues Spiel. Und im Leistungssport ist es nun mal so, generell im Sport, dass man gewinnt und verliert. Und es ist auch wichtig, dass man verlieren kann, weil man wird nicht immer nur gewinnen. Und wenn man das schafft, abzuhaken und weiterzuspielen, dann wird auch der nächste Erfolg wiederkommen und der nächste Sieg. Und ich finde es wichtig, relativ schnell damit abzuschließen, weil man kann es eh nicht mehr ändern. Es ist ja schon vergangen. Man kann aus seinen Fehlern ja nur lernen. Und man kann ja auch in der Videonachbereitung sieht man ja, was man viel falsch gemacht hat. Und man darf ja auch gerade als Jugendlicher viele Fehler machen. Man soll nur nicht die gleichen Fehler nochmal machen. Und man da soll lieber neue Fehler machen und daraus dann lernen und das machen. Das finde ich wichtig. Weiser Spruch, in der Tat. Klingt so, als ob du so gefestigt bist, auch in deinem Selbstverständnis, was du in der Lage bist zu spielen, dass du dann auch nach solchen Spielen trotzdem gut schlafen kannst, weil du weißt, es gibt eh ein nächstes Spiel. Ich glaube schon, dass fast alle, weil die da spielen, wo ich jetzt auch gerade spielen darf, und gerade auch die, die erste, zweite Bundesliga spielen, die müssen ja sowas wegstecken können, weil die spielen dann zweimal die Woche und es bringt sich nichts daran, so lange aufzureiben. Natürlich, man verliert nicht gern und es ist scheiße zu verlieren, aber ich glaube, wenn wir nicht. Also wenn wir nicht talentiert genug wären und dafür für unseren Traum so viel machen würden, so engagiert wären, würden wir da oben nicht mitspielen. Und deswegen wissen wir auch alle, was wir können. Und muss man damit abschließen, beim nächsten Mal es besser machen. Lenja fragt noch, wer ist dein Vorbild beim Handball? Mein aktuelles Vorbild hätte ich fast gesagt Richtung Juri Knorr. Der macht seinen Job auf jeden Fall sowohl bei den Löwen als auch bei der Nationalmannschaft extrem gut, extrem sicher und auch als wirklich junger Spieler übernimmt er schon viel, viel Verantwortung und sagt als Mittelmann halt, wo es lang geht. Und sein Vorgänger mit Ali Schmid war auch lang noch mit mein Vorbild, weil er halt auch alle. Wenn der auf dem Feld irgendwas gesagt hat, haben alle gehört, gehört. Und Also kann man auch sagen, du schaust dir die Szenen an und nimmst dir dann auch jetzt nicht nur im spielerischen, sondern auch zwischenmenschlichen Bereich das mit, was man so auf den ersten Eindruck sieht, für dein Spiel. So ein bisschen ziehst du dir da Eindrücke. ja, auf jeden Fall. Ich finde das Zwischenmenschliche wirklich extrem wichtig, sei es als Trainer, als Mitspieler, wenn das Zwischenmenschliche fehlt, kann man nicht perfekt als Team, als Mannschaft agieren. Ja. So, wir sammeln hier nochmal weiter. Also Vorbild haben wir jetzt schon mehrfach besprochen. Levin möchte noch fragen, wie lautet dein Spitzname bei der ersten Herrenmannschaft und wo hat der seinen Ursprung? Mein Spitzname ist Waldemar oder Waldi oder sowas. Und den habe ich an dem ersten Trainingslager, das ich mitmachen durfte, vor 2 Jahren schon bekommen. Und ja, den habe ich behalten und den werde ich auch, glaube ich, nie wieder los. Bei uns hat jeder so Wie eine hat sich der Art entwickelt? Spitznamen. Und da bin ich überfragt, das weiß ich gerade gar nicht mehr ganz genau. Kam einfach und ich glaube, das war, als wir abends dann nach dem Training noch zusammensaßen, kam der und ich bin damit zufrieden. Also es ist nicht so sehr nichts Schlimmes und es ist nur ein Spitzname und ist eigentlich ganz lustig. Ich hätte jetzt gewettet, irgendwie sowas wie Amsel aufgrund deines Nachnamens ein kleines Wortspiel, weil du eben ja auch über die Abwehrreihen quasi so die Bälle drüber fliegen lässt und da über allen so schwebst. Aber das war nur so mein Gedanke. Nee. Nee, so ist es nicht. LV, hörst du mich noch? Kurz das Bild weg. Ja. Ja. LVCA Mariani
fragt, warum immer Bendel raus beim Spiel? Ah, das ist auch so ein Ding von mir. Unsere Sporthosen haben ja immer Bändel und ich lasse sie einfach immer draußen rumbaumeln. Ganz viele binden die ja und stecken sie innen rein. Und ich habe es einfach schon immer raushängen lassen. Warum? Keine Ahnung. Aber ich bin nicht der Einzige, der das macht. Okay, sind wir wieder beim Thema Rituale quasi. Ja, wenn man so will, ja. Ich hatte hier noch die Frage gelesen, wer wird deutscher Meister? A-Jugend haben wir ja schon besprochen, dass du glaubst, es könnte nochmal spannend werden, aber wer wird Meister in der Liquimoli HBL? Schwierig. Also, ich fände es cool, wenn es auch so bis zum Ende offen ist und dann alle oben mitspielen können. Ja, ich will mich da auch auf niemanden festlegen. Ich habe da jetzt auch keinen Favoriten, der gerade um die Meisterschaft da mitspielt. Dann machen wir da einen Haken hinter. Ich schaue hier gerade nochmal, ob ich alle Fragen gestellt habe. Hier, Flo möchte noch wissen. Schönste Erinnerungen mit der SG Muggensturm Kuppenheim. Gibt es da eine schönste Erinnerung? Auf jeden Fall. Das sind sowohl die Spiele, die ich immer mit meinem Bruder bestreiten durfte, und auch mit denen seinen Kumpels, mit denen bin ich heute auch noch gut, wenn ich mal da ein Spiel angucken gehe. Und die ganzen Jugendcamps mit Niki Wagner, Marvin Scholz und meine ganzen alten Trainer halt und Andy Herrmann noch. Die haben alle mir da bei den ganzen Jugendcamps, Sommercamps viel beigebracht und das waren auch immer lustige Tage oder auch Wochen sogar. Das war immer schön. Luca fragt, Moritz Luckert oder Niklas Landin, wenn du dich entscheiden müsstest? Muss ich jetzt auf jeden Fall Moritz Luckert sagen. Ich habe den schon im Chat irgendwo gesehen. Wenn Moritz Luckert einen Ticken größer wäre, hätte er auf jeden Fall die gleichen Chancen und gleichen Ambitionen. Das war auf jeden Fall auch ein wichtiger Rückhalt dieses Jahr bei uns. Ich sag mal so, Landin geht. Girard hat, glaube ich, nur ein Jahr Vertrag. Nagel mich nicht darauf fest. Insofern ab 24. Auf geht's. So. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute Abend. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich drücke dir alle Daumen, dass all das, was wir heute besprochen haben, irgendwann in Erfüllung geht. Und da ist Moritz Luckert im Chat und bedankt sich. Also, liebe Grüße an ihn, liebe Grüße an dich. Vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte und wünsche dir auch noch einen schönen Abend und auch an alle, die zuschauen. Euch einen schönen Abend und viel Spaß noch beim Handball nachgucken oder gucken. So ist es. Und für alle, die jetzt ziemlich spät eingeschaltet haben, das Ding bleibt hier gespeichert auf dem Kanal, wie auch die ersten Folgen von Die Stars von morgen. Heute mit Thorsten Waldi, genannt wird. Deswegen vielen herzlichen Dank dir. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Monat gibt es dann die nächste Folge. Euch alles Gute und einen schönen Abend. Liebe Grüße und tschüss. Ciao.